Also wie war das jetzt nochmal mit dem Entsafter? Ich kann schnell hin. Was kriege ich da raus und was muss ich da behalten? Du verbesserst die Perls direkt, glaube ich, ne? Also du wählst ein Perl aus, was du verstärken willst, und ja, dann musst du 4 weitere davon von der gleichen Sorte da reinpacken. Hier. Ja, 4 oder 5, ich weiß nicht. Du brauchst insgesamt 5 Perls von der gleichen Sorte. Du brauchst erstmal 4 Stück und dann später brauchst du aber 12. Achso, das wird immer mehr, okay. Also macht schon Sinn, erstmal zu sammeln. Ja. Nee, du kannst ja einmal schon mal upgraden, 4. Wenn du einen hast, den du unbedingt behalten willst, kannst du den ja schon mal upgraden. Genau, aber da würde ich halt gucken, ob das irgendwie so ein gelbes Boost-Ding hat und dann da entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Also der Palhändler will abhauen, aber er kommt nicht über die blaue Linie hinaus. Tja. Also wenn ihr ihn sucht, er wird irgendwo am Rand entlanglaufen. Kommt ihr nicht weg. Marinierte Pilze? Das wird sehr extra variant hier. Kollege, was haben wir denn hier? Der würde übrigens auch so Kühe verkaufen und diese Toko Toko verkauft er auch. Die können dann, die kannst du glaube ich wie das wie den Dings nehmen, wie den Boxpark. Kannst du bitte mal herkommen, Kollege? Wir sollen ausprobieren mit dem Flammenwerfer. Du kannst dann glaube ich Eier verschießen mit dem Toko Toko. Wo muss die Munition hin? Noch kein Holz. Sag mal, die bauen doch hier alle Holz ab, oder? Ach nee, die bauen alle Stein ab. Holz macht gar keiner. Ja, der Dino macht Holz. Okay, der schläft, glaube ich, gerade. Ich habe ein gelbes Ei. Ein knisterndes Ei. Da ist wahrscheinlich ein Elektroviech drin, ne? Mhm. So, genug gelöffelt für heute. Hier ist ein roter Wald, was ist denn da alles drin? Oh, was ist ein roter was? Ein roter Wald. Ein roter Wald, okay. Gut, Fixies haben wir ja jetzt einige. Ich habe aber noch gar keins gefangen, es gibt nochmal gute Erfahrungen. Oder so ein Erstfang gibt doch mehr als ein. Ich glaube, es wird immer mehr, also du kriegst mehr Erfahrung, je mehr du davon gefangen hast. So, aber auch nur bis 10, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist das nach 10? Kriegt man dann trotzdem noch Erfahrung? Ein bisschen. Ein bisschen halt. Da kriegst du diesen Bonus halt nicht mehr. Oh, bei der verlassenen Kirche ist viel Metall. Ja, wir haben hier auch genug Metall, glaube ich. 7 oder 8 Stück auf einem Haufen. Ja, aber wir haben hier auch in der Reichweite, also weiß nicht. Wir haben da hinter der Base Richtung Süden raus, haben wir ja schon 4 Stück. Und wenn man hochgeht, da sind da auch nochmal 3 oder 4. Haben wir daheim in der Base einen Schlüssel? Bestimmt. Was denn für einen? Ein Stahlschlüssel. Ich hab sogar einen Stahlschlüssel in der Hosentasche. Oh, dann komme ich kurz heim, weil ich nämlich direkt eine rote Truhe bei einem Portal.
Kann ich dich mal kurz öffnen? Das wäre ganz schön. Wo bist denn du, Robert? Ich glaube, du kannst auch einfach in die Kiste gucken. Also ich habe da vorhin auch Schlüssel gesehen. Also irgendwo einen Stahlschlüssel haben wir bestimmt irgendwo rumfliegen. Flo, wo hast du die ganzen Stahlschlüssel versteckt? Sag mal, wollen wir vielleicht müsste heute... in der Kiste sein. In welcher? In welcher, genau. Über dem Schlafzimmer. Alle 20 durchsuchen. Also den saftig grünes Jumbo-Ei braucht es 40 Minuten. Und das andere zerfruchtete Ei ist ausgebrütet, Robert. Zerfruchtete? Ja gut, ist egal. Das war nicht meins. Das sind keine Schlüssel. Hast du gerade Schlüssel dann für mich? Was haltet ihr denn davon, wenn wir noch den ersten Boss machen, damit da oben das Tutorial endlich mal weg ist? Können wir machen, ja. Welche Stufe ist denn? Keine Ahnung, der ist 13 oder 15 oder irgendwie sowas. Ja, den sollten wir eigentlich schon schaffen. Ja, also empfohlen wurde es dir mit Level 16 oder so zu machen. Ja, aber wir sind ja vier Leute mit Level 16. Ja. Mindestens Level 16, ihr seid ja schon deutlich drüber, oder? Ja. Level 17, Jens, du bist? Ich bin 21 jetzt da. Jens, ich baue jetzt mal meine Mutkine. So, warte mal, ich will mal kurz was ausprobieren. Und zwar, wir haben ja hier so Früchte. Ich will mal dem einen... eine Attacke beibringen. Dem Rookie will ich mal eine Attacke beibringen. Wieso haben wir das schon wieder kein Holz? Kann er auch immer. Schlammschuss beispielsweise. Die ist eh kacke, die Attacke. Aber... ja, Schlammschuss ist tatsächlich irgendwie. Also gut, so, gegen Elektroviecher ist es halt gut. Also es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt gegen den ersten Boss. Ich brauche noch kurz Holz. Nee. Ich brauche noch eine gescheite Waffe. Wie viel Schaden macht denn die erste Muskete oder diese Standard-Muskete? Die Muskete macht 1000 Schaden. Also hat auch 1000 Angriff, ja? Ja. Steht das hier schon direkt mit dabei, wenn ich auf Technologie bin? Nee. Achso, haben wir hochwertiges Öl da? Nee. Ich glaube, da waren auch zwei oder drei, oder? Doch, die hat ja das Viech getötet, das in... ach, wie heißt das? Die großen grünen Weideviecher. Wisst ihr, was ich meine? Hallo? Ja. Nicht ganz. Ach, die mit dem Bärenbusch am Arsch. Ja. Capriti. Nee, ich glaube, das meine ich sogar nicht. Diese ganz großen grünen, die Level 30 sind. Achso, diese Mamoret oder so? Mamorest. Mhm. Die habe ich in meinem Singleplayer damit 20 angefangen zu farmen, dass ich die hochwertiges Palöl rausbekomme. Ja, die Bosse? Es gibt auch normale Tiere ohne Boss-Symbol. So, welchen Turm wollen wir denn machen? Den Standard. Gibt da bloß einen Turm, würde ich machen können. Ja, da, genau der, Stevie. Finde ich schon richtig. Okay. Also ich muss natürlich auch zu einem Teleportpunkt gehen. Ich kann nicht einfach so random hier teleportieren. Warte, da muss ich mich, glaube ich, erst nochmal. Kann ich mir etwas zu essen mitbringen? Oder, ach, ihr wollt euch bestimmt auch was fertig machen, oder? Ich bin soweit bereit. Ja, ich. Geht aber schnell. Passt. Ich bin gleich soweit. Jetzt nur noch kurz was zu essen. Oh, wir können die Pipebox verbessern. So. Macht die Renate jetzt hier den Schlammschuss? Ist das nicht ein Typ? Ich habe ihn trotzdem Renate genannt. Okay. Weil er ja mit Granaten rumrollt. Und von dem Lied volle Granate, Renate. Da habe ich gedacht, ich nenne ihn Renate. Okay. Kann man den ersten Boss da auch, den Boss zum Auffangen da irgendwas Gutes?
Eigentlich kann man fangen, aber das geht nur mit einem Glitch. Ja, also das würde ich nicht machen. Weiß ich nicht. Nee. Da musst du irgendwie, dass die guten Leute dich angreifen, die musst du irgendwie verfolgen und dann musst du da reingehen. Die müssen den irgendwie angreifen und dann kannst du von hinten irgendwie mit egal was für eine Sphäre fangen. Okay. Es ist mega aufwendig. Und lohnt sich, glaube ich, auch nicht so richtig. Ja, du findest das Vieh bestimmt so auch noch, oder? Aber wir haben schon wieder. Ja, diesen Grisbold findest du so auch noch irgendwo. Und du fängst ja nicht nur diesen Grisbold, du fängst ihn ja mit der Zoe oder wie die heißt zusammen. So. Ja. Okay, also für eine Kette fehlt uns noch alles: Metall, Holz und der hochwertige Palöl. Ja, vor allem Metall brauchst du auch übelst viel dafür, oder? Brauchst du nicht 40 Metall oder so? 25. So. Können wir erstmal da mal kurz Metall holen und welches reintun? Bevor wir losziehen, dass das dann durchbrät. Achso, wenn jemand Gigas fern will, ja, ist gerade welche in der Wache. So, der Händler bastelt die. Sehr gut. Ja, der war am Anfang vielleicht ein bisschen unzufrieden, aber der brauchte nur eine Aufgabe. Von einem Handwerk, was versteht, Palsphären herstellen. Die er dann teuer verkaufen kann. Ach, vielleicht rennst du hier mit Renate rum. Hier wäre auch noch so eine Höhle, ne? Ja, hier ist auch ein Dungeon, ja. Den Dungeon könnte man eigentlich auch noch machen vorher. Aber nicht zu viel, irgendwann ruft dann doch das Bettchen, ne? Also. Ja, um 2:30, wann ruft das Bettchen? Ja, 2:30 würde ich sagen. Also, 26. Machen wir jetzt Turm oder? Ja, dann lass uns den Turm machen. Florian, hast du da oben das Lager schon geklärt? Das habe ich schon geklärt, ja. Ich finde es ja lustig, dass du auch den Namen siehst von dem Rookie, den ich gegeben habe. Ja, warum nicht? Ich bin jetzt gespannt, ob er wirklich auch Schlammschuss einsetzt. Wo seid ihr schon? Ja, vor dem Turm. Wo ist der Turm? Da, wo wir sind, auf der Karte. Wir sind alle drei da, Jens. Du bist der Einzige, der nicht da ist. Ja, da habe ich ihn aber noch nicht freigeschaltet. Da muss ich erst nach Himmel laufen. Lauf halt mal hin. Dann würde ich aber vielleicht noch da drüben schnell. Ja, 200 Kilometer. 200 Kilometer. Meter meinte ich. 100 Kilometer dauert ein bisschen. Ja, aber 200 Meter ist doch nicht weit. Nee, warte mal, bei welchem Turm seid ihr? Schade, dass der nicht die Granaten wirft. Na, bei dem seid ihr. Und hier hinten ist übrigens noch ein Dungeon. Da ich glaube, hier gibt es an jeder Ecke einen Dungeon. So ein Anfängergebiet, oder? Da gibt's auch ganz viel. Das ist ein bisschen blöd. Oh, ich hätte da hoch muss. Ich hab kein Kleider dabei heute, ausnahmsweise mal. Jens, weil du nichts haben möchtest, du willst kein Gleiter haben, sonst. Keine bessere Armbrust, kein dies, kein das, ne? Ja. Und jetzt stehst du da. Ohne Muskete und Gleiter. Ja, ich habe euch dabei, das reicht. Ja, jetzt seid ihr meine Pelz. Okay, also der kann jetzt Powerschuss, Schlammschuss und Schlag. Bin mal gespannt, ob er die einsetzt. Mensch, hier sind ja schon alle Viecher tot. Wer ist denn hier lang, hä? Ich bin hier lang gelaufen. Florian ist mit Renate da lang. Achso, du bist da? Bist du da? Ja. Warte. Dann teleportiere ich mich auch. Ich würde nur kurz über den Berg drüber springen. Wartet auf mich. Kann sein, dass ich auch der Einzige mit Stoffkleidung bin.
Ja. Hast du auch noch keine Lederkleidung gemacht? Nee. Okay. Ja, warum denn? Meine letzte Okay, wir können rein von mir aus. Guckt ihr euch das Video an oder nicht? Ja. Nee. Können wir uns mal angucken. Ich komme nicht rein, andere Spieler kämpfen bereits mit mir. Hä? Können wir da nur zu dritt rein oder was? Ja, aber das wäre ja Quatsch. Du kannst ja zu viert spielen. Warum soll man nicht zu viert da rein können? Ich weiß nicht. Ich stehe gerade auf einer Türe. Du musst F gedrückt halten. Hatte ich. Echt? Ich habe nur kurz F gedrückt und war drin. Ich habe auch nur kurz gedrückt. Läuft bei euch nicht. Ja. Nee, ich kann nicht mit. Echt? Du kannst nicht mit rein? Nein. Ja, wir können ja jetzt nicht mehr raus, oder? Nee. Ja, bleib drin, ich mache jetzt nebenan den Dungeon. Bleib drin. So, hallo, Renate, kämpf doch mal jetzt. Renate steht nur da. Macht nix. Ja, Renate ist bestimmt auf der Seite von Zoe. Leicht belastet. Komm mal her, Foxpark. Und das nochmal hier ausprobieren. Na, wieso läuft denn der jetzt zu mir? Ja, was läuft denn jetzt zu dir? Bleib mal hier, ich wollte einen Flammenwerfer drauf schießen, Kollege. Wie läuft denn das mit dem Akkusystem eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie ist das, wenn wir auf Zoe schießen, machen wir kritische Hits, oder? So, wo sind die? Die sitzt oben auf dem Kopf. So. Ja, wie sieht denn das der Turm überhaupt aus? Ich hab auch keine Ahnung. Ich war nur die Nirgendwo drin. Was passiert denn hier gerade? Muss ich mal ein Pair austauschen. Alter. Aua. Skaliert der eigentlich, wenn wir hier mit mehreren drin sind? Nee, glaube nicht. Lass mich in Ruhe. Dungeon sind schon wieder nur Wilderer. Mann. Wie soll man nicht. Wir haben es doch gleich. Easy. Habt ihr schon gewonnen? Ja. 5 Antiktechnologie-Punkte bekommen. Das ist jetzt so blöd, dass ich nicht mit reinkomme. Ja, das raff ich auch nicht so richtig. Könnt ihr jetzt noch in den Dungeon rein theoretisch mit nachkommen? Ja, stimmt, oder? Müsste theoretisch gehen. Immer noch was anderes holen. Egal. Ich mache jetzt sowieso gleich schon den Boss. Was ist denn für ein Boss drin? Guck ich jetzt gleich. Ich muss noch kurz einen Wilderer wegmachen und dann kann ich dahin reiten. So, ich habe jetzt das Steinbauset. Es ist ein riesiger Gummos. Geht's jetzt? Aber ich glaube, von denen habe ich jetzt sogar schon alle gefangen. Alle 10 voll gefangen. Vielleicht sollte ich mal die Armbrust in die Hand nehmen.
Er ist gefangen, ich gehe raus. Nee, er hat sich befreit. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Früh gefreut. Ah ja, 85%ige Wahrscheinlichkeit hat sich rausgehauen. Ja, Renate will gar nichts mehr machen. Arbeitsverweigerung. Ich hab mal kurz einen Elefanten verprügelt und eingefangen, meinen 10. Ist der Turm jetzt wieder direkt aktiv? Das weiß ich nicht. Weil, wenn nicht, könnten nochmal zwei Stück zusammen mit mir rein. Ja, also ich hab noch genug Zeug. Ja, Pfeile hätte ich auch noch für euch. Ja, der Turm ist halt wieder bereit. Steht zumindest bei mir jetzt da. Aber bei euch aus weiß ich jetzt nicht. Warte, ich teleportiere mich gleich wieder hin. Was? Hat nicht so gut. Ich will Tour machen. Ja, bin jetzt besser. Greift. Ach nee, jetzt greift sie doch nicht mehr an. Oder? Doch, oder? Greift doch an jetzt! Ich würde aber ganz gerne nochmal kurz ein Pell wechseln, was ich gerade gefangen habe, dass ich das im Team habe. Mach nur. Ich hab's. Das heißt, ich teleportiere mich ganz kurz in die Base. Und dann. Ich fahre mir so lang Holz. Jo, mach das. Oh, hier für meine Muskete. Quatsch. Scheinbar werden die dann buggy, wenn man denen irgendwie Angriffe beibringt. Das ist natürlich schade. Oder lass mal Robert draußen und. Wieso, ich bin noch da? Also bist du schon da. Hat jemand von euch noch was zu essen dabei? Ich hab noch 3 Brote, die ich dir geben könnte. Das ist, wir sind dann schon ausgegangen, das Essen. Ja. Brauchst du noch die 3 Brote? Nee. Das reicht. Ja. Davon ist die eine Ding und bist voll. Also könnt ihr den Boss-Tab direkt auch nochmal machen, oder? Das werden wir jetzt sehen. Steffi? Also ich kann am Boss-Kampf teilnehmen hier. Gut, dann. Ja. Jetzt nicht mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Was, bin ich jetzt alleine drin oder was? Hä, wie hat denn das vorhin geklappt, dass wir da alle zusammen rein sind? Ich glaube, ich habe gleichzeitig vorhin gedrückt. Oh Mann. Das ist so schlecht, war bei mir auch da. Hä, das ist ja weird. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob ich den alleine hinkriege. Aber der hat weniger Leben. Also Skelette doch. Weil der hatte doch vorhin 50.000 oder sowas, oder nicht? Ja. Dann, genau, der hat jetzt... Also warte mal, Jens, ich will nur mal ganz kurz in die Base teleportieren und einen Sattel bauen. Und dann hinten habe ich noch einen anderen Dungeon gesehen, den könnten wir noch machen. Ja, ich gehe aber auch mal schnell mit zurück. Quatsch, hier hin muss ich. Ich wollte noch mal was zu essen holen, wenn wir ein paar unnötige Pearls ablegen. Muss denn der Kollege Perlhändler? Ach, die transportieren ja doch die Pfeile. Achso. Die Kiste, ne? Ja. Auch gesehen. Was, hast du in die Kiste mittlerweile sortiert, oder? Nee, also ich habe jetzt bloß eine Kiste im Schlafzimmer gemacht, wo halt das ganze seltene Zeug reinkommt. Ja, dann ist nämlich die Sache, da kann ich nämlich einmal Zeug einfach irgendwo reinschmeißen. Wo kam denn der Pell-Hitler jetzt gerade her? Hat denn jemand nochmal neu reingesetzt ins Lager, oder was? Nee, ich nicht. Das Elektroei ist auch fertig. Ja, ist gut. Oh, Elektroei. Ich habe mein Team tatsächlich schon voll. Wir hatten jetzt die ungewöhnliche Armbrust hier reingelegt. Wer hat brauchen seine? Die habe ich vorhin reingelegt, weil das die dritte war, die. Achso. Das ist Steffis. Ja. Demnach.
Ach, du spielst noch. Achso, du bist aber noch im Bossfight. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Können wir mal kurz noch. Ja. Was ist das denn wieder für ein Viech? Hm? Ein Chillit. Hab ich mir gerade geholt. Das ist ganz cool. Wir haben genug. Ja, wir haben das ganze Metall jetzt verbraucht. Weiß ich nicht, vielleicht ist auch noch welches geschmolzen? Nee, eben nicht. Also ich brauche jetzt noch 20 Metall, dann kann ich mir auch die Waffe herstellen. Die muss kriegen. Hast du viele Pfeile dabei? Schade, dass der Rookie oder Grenadier den Windschneider und Schlammschuss nicht anwendet. Also geht's tatsächlich nicht. Ja, oder vielleicht lag es am Bosskampf, dass er da jetzt eben buggy geworden ist. Muss ich beim nächsten Mal nochmal gucken. Wie viel Leben hat denn der Boss jetzt, Stevie? Ja, 30.000 schon. 30.000. Oder bist du trotzdem komisch skaliert, wenn wir vorhin zu aber dritt dann waren? Dann hätte er ja eigentlich 90.000 haben müssen. Ja, wenn es wirklich so skaliert wäre. Aber ich sag mal, wenn es nur auf 50.000 hochgeht, dann ist es halt tatsächlich im Team deutlich einfacher. Ja. Anscheinend 10.000. Was? Aber komisch ist, dass wir da nicht hinterher joinen können, mitjoinen können. Ja, also mich, keine Ahnung. Dann war das vorher ein Zufall, dass wir alle gleichzeitig geklickt haben, oder was? Anscheinend. Ich musste erst einmal kurz und dann einmal lang klicken. Können wir schlafen, wenn Steffi, wahrscheinlich nicht. Dings ist? Wow. Ja, Robert, da wollen wir zum Dungeon oder? Ach so, ja, ich bin gerade Dingsfarm, Metallfarm. Okay. Aber ja, wir können noch zum Dungeon gehen. Ja, es muss halt durchbraten. Ich kann es halt nicht durchbraten, weil ich kein. Doch, kann ich, indem ich warte, ich bin auf dem Weg. Tier von mir rausnehme und das da dran schmeiß. Alter. Es ist schon wieder zappenduster hier. Oder hat jemand noch mal ein besseres Flammviech als den Fox Parks? Na, dadurch, dass du den als Flammenwerfer benutzen kannst, ist der echt nicht schlecht. Ne, ich meine, ich habe kein Flammviech mehr. Ich habe keine. Dass da jemand mal noch ein Flammviech an den anderen Ofen dran schmeißt. Ach so, du meinst jetzt mein eigenes. Ja, dass es arbeiten kann, auch in der Nacht. Zu Ende. Glaube, ich lasse jetzt meinen Hirsch zu Hause. Ich eigentlich nicht. 1140 Erfahrungspunkte hat das noch gemacht. Dann mache ich den gleich auch nochmal alleine. Lohnt sich schon noch. Ich stelle mir schnell noch die Maskete her. Also ich würde es dann trotzdem nochmal versuchen, dass wir da zusammen reinkommen. Okay. Ja, können wir gleich probieren. Wenn das für dich okay ist. Ja, ja. Und nicht, dass er da wieder draußen stehen bleibt. das wäre doof, ja. Oder er ist alleine drinne. Ja. Ja, das ist ja machbar. Achso, was seltenes Zeug hast du gesagt, hast du anders hingepackt jetzt? Ja, ja, halt übers Schlafzimmer. Hast du jetzt Metall schon gestartet? Ich habe nochmal 80 Erz geholt, ne? Ja, ich habe es gestartet. Die sind am Durchbraten. Du hast die Metallbahn reingelegt. Woher kommt plötzlich die ganze Metallbahn? Hat jemand im Inventar gehabt? Nee. Jetzt muss ja. Jetzt kann man den Blitz. Also ich nicht. Nee. Dazu. War ja auch nicht da. Ich habe auch nichts im Inventar. Na, vielleicht hat der irgendwie das transportiert oder so. Ja, aber die schlafen doch alle. Könnt ihr mir bitte beim Herstellen helfen? Bitte, bitte. Die Viecher? Nee, ihr. Wieso kann ich jetzt diesen Transport da nicht ausbrüten? Sag mal, haben wir noch irgendwo Eier, die ausgebrütet werden müssen? Also wenn, dann habe ich es in die Kiste beim Stall. Da lege ich es immer hin. Kiste beim Stall. Wenn noch was. Danke, Florian. Bitte. Die Munition liegt ja da oben im Haus, oder? Ja, aber da ist noch nicht allzu viel da. Ja, aber mir reichen jetzt 10 Schuss, 20 Schuss.